Also der Segelflüger kommt nochmal vorbei und nachher starten wir genau nach der Startliste eigentlich mit dem Flugzeug, wo regelmäßig immer der Öffnung fliegt am Stanserhorn. Gut, wir gehen die Piste frei für einen Oldtimer, der zuerst das älteste Flugzeug ist, das überhaupt in der Schweiz noch gibt. Das ist der Havilland DH.60G Gipsy Moth. Und der wird geflogen von Willy Kämpfer. Thank you.
Im 78 gibt es 300 PS Motor und dann steht der Original 200 PS. Mal vor der Terrasse, von rechts nach links, die zwei Junkers F-13. Perfekt geflogen. Flüger war bis 1979 im Privatbesitz und dann Dübendorf. 2014 ist er in der Holzflugwerkstatt von Max von der Vogelsang in der Kronentransport. Thank you.
König ist schon mal mit einer Katana von der Armee. Er hat das seiner Frau gezeigt. Er hat herausgefunden, dass seine Frau genau zu dieser Zeit in Göst auf der A1 unterwegs war. Also quasi so der Rettungsseil auf das Flugzeug. Sie hat dann gesagt, das wäre schon nochmal vor der Terrasse, von rechts nach links. Druck runter, dann geht von selber ruhig durch. Das kommt sehr mehr, ganz bekannt. Dünke verabschiedet sich und wir warten auf etwas etwas Grösseres.
Oh, da kommt noch ein Gleitschirm. Ja. Oh Mann. Ja, genau. Hey, da Entschuldigung, das Flugzeug kommt nicht aus Alterei, sondern auch aus Langenthal. Kommt wieder mal zurück. Mit dieser Flugstunde, die er auf dieser Maschine hält. Der Biplane. Stefan Binder geht jetzt zurück an Stanserhorn warten. Nachdem er einmal am Stanserhorn rumgeflogen ist, kommt das jetzt auch noch hinter dem Gipfel durch. Und nachher sehen wir noch ein paar Vervierflüge von dem hier. Jetzt sehen wir ein Flugzeug da. Wunderbar, beide in die Höhe, in die Sonne.
Wetter, das sowieso immer gut ist, ist ganz oben. Lügen sich von den Blüten an Oxenexen. In Europa, es hat keinen mehr gegeben mit einem Originalmotor und ich finde du kannst froh sein, musst immer jedes Foto entwickeln. Verabschiedung vom Pilatusboot Yeti. Als nächstes kommt jetzt Stefan Winter mit dem Pelikan. Pelikan haben wir schon mal gehabt. Es ist ein Eigenbau. Stefan Binder hat ja 1960 passioniert, ehemalige Segelflieger und Bühne von Iran, Swiss Alps und Swiss sehr innoviert hat, auf der rechten Seite vor der Terrasse, ganz fein und grey. Sieht man genau, wo etwas stattfindet. Und der Krieg um Markov, der schon mit dem Flüger Aviat da durchgeflogen ist, der hat das auch überall. Die Bahnstation von der Bahnen da in Niederbaden ist das aufgehängt, dass heute ein Stanserhorn-Meeting stattfindet und dass man eben nicht mit dem Gleitschirm jetzt hier oben fliegen sollte. Der Stefan Binder hat dort ein bisschen mitgeholfen, indem er dem ganz sanft Zeichen gegeben hat, er soll jetzt hier abdrehen. Das Flugzeug hat ein abrollbares Pilotenfenster gehabt.
Er hat einen grossen Sternmotor mit 400 PS, darum tönt es auch entsprechend. Aber eben charakteristisch ist der leicht geschwungen. Übrigens auch immer noch so, wie es gewesen wäre in England, aber nicht so nie gebraucht als Militärflugzeug. Zwei Drittel so gross. Von denen Herren Edi und Mark Inebnit gebaut worden und 2003 das erste Mal geflogen. Das war mein Büronachbar. Also seit. Das ist das ist der letzte Vorbeiflug von zwei Drittel. Es gibt eine Weiterentwicklung von den Flugzeugen. Ja, schön, wie es für das Foto. Den holen wir auch noch ein bisschen runter, dass wir ein bisschen sehen. Der oben, der AIR-400, gibt es heute auf vielen Flugzeugen. Flugzeug dreht jetzt, macht sogar noch die 180 dahin. Kommt noch was ganz Spezielles, was dann da kommt. Aber jetzt warten wir noch auf den letzten Vorbeiflug von der Shuttle. Von rechts nach links. Jawohl, ein bisschen runter. Dann ist die Foto.
Ah, da hat's. Akrobatik, also das heisst, man kann mit 6G, aber man kann mit dem Akrobatik. Das ist ein Als das Flugzeug als Ersatzteilspender nicht mehr gebraucht werden konnte, ist es 1986 an Classic Air verkauft worden. Dann als HB ISC geflogen für Classic Air. Und im Februar 1987 der erste Kommerzielle von GWM. Thank you.
Friends of 3 und UR gegangen. Dort hat es einen Router gegeben, Friends of Swiss Air. Da hat der Flüger die Silberbemalung angebracht mit Swiss Air.